Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem zweiten Teil der deutsch-israelischen Literaturtage der Heinrich-Böll-Stiftung und des Goethe-Instituts. Am Mittwoch wurden sie eröffnet mit Sami Berdugo und Priya Basil, moderiert von Shelly Kupferberg. Mein Name, haben Sie schon gehört, ist Shelly, ist Natascha Freundl. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir beginnen heute mit zwei Autoren, die einen ganz unterschiedlichen Blick auf Europa und auf die gegenwärtigen Probleme mitbringen. Mati Shmuelov und Tijan Zeler. Und ich würde Sie bitten, sie beide zu begrüßen. Ja, Europa und kein Land in sich, das ist der Titel dieses ersten Panels. Ich möchte aber zuerst noch diejenigen erwähnen, die nicht lauter, immer lauter sich zu diesem Thema äußern oder uns in dieser Hinsicht beschäftigen, sondern diejenigen, die heute für eine sehr wohltemperierte Verständigung sorgen. Das sind nämlich unsere Dolmetscherinnen hier zu meiner Rechten. Antje Eiger dolmetscht aus dem Hebräischen ins Deutsche und Katja Manor aus dem Deutschen ins Hebräische. Und die deutsche Übersetzung des Hörspiels, das Mati Shmuelov mitgebracht hat, wird Andreas Beck lesen. Hier, von ihrer Seite rechts auf der Bühne. Er ist Schauspieler am Schauspiel Dortmund und aktuell auch an der Volksbühne tätig. Ich habe schon angedeutet, es sind zwei auch formal, aber auch inhaltlich ganz unterschiedliche Texte, die Mati Shmuelov und Tijan Zeler mitgebracht haben heute. Am künftigen Ufer, so heißt das Hörspiel von Mati Shmuelov, das wurde im Auftrag von WDR3 geschrieben und im vergangenen Jahr gesendet. Tijan Zeler hat seinen aktuellen Roman mitgebracht, Die Fahne der Wünsche, im vergangenen Jahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Sein zweiter Roman und Teil eines fünfteiligen Romanzyklus, den er mit seinem ersten Roman angelegt hat, der schon 2017 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Wie beginnt man eigentlich als noch relativ junger Autor gleich mit einer ganzen Reihe, mit einem Romanzyklus, der auf fünf Romane angelegt ist? Ich glaube, das Stichwort ist relativ jung. Also als mein erster Roman erschienen ist, war ich ja schon 35. Das ist kein Alter mehr, in dem man als Jungautor gilt. Das heißt, ich hatte relativ viel Zeit, weil man schreibt ja erst, man schreibt die ganze Zeit und hofft darauf, irgendwann veröffentlicht zu werden. Und ich hatte recht viel Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich schreiben möchte. Und dieser fünfteilige Zyklus, der mit meinem ersten Roman Tierchen Unlimited eröffnet wurde, ist der Zyklus der Überlebenden. Also in jedem der Romane wird es um einen anderen Aspekt des Überlebthabens gehen. Und Die Fahne der Wünsche ist der zweite Teil. Mein dritter Roman wird tatsächlich nicht zum Zyklus gehören, der vierte dann aber wieder. Und ich arbeite derzeit an dem dritten. Ich brauche auch ein bisschen eine Pause vom andauernden Zustand des Überlebens, aber das ist biografisch bedingt. Klar, ich bin Kriegsüberlebender. Es hat mich beschäftigt. Meine Kollegin Shelly Kupferberg hat Sami Berdugo am Mittwoch im Deutschen Theater am Ende um den Blick in die Kristallkugel, um den Blick in die Zukunft gebeten mit der Frage, ob die Israelis, wenn es denn Frieden in Israel-Palästina gäbe, sie ihn denn aushalten würden. Und Sami Berdugo hat das relativ schnell verneint. Er glaube das nicht. Nun entwirft Mati Shmuelov in seinem Hörspiel nicht nur Frieden für Israel und Palästina, sondern gleich eine levantinische Union, also ein Verbund, ein Staatenverbund für die ganze Region. Wie kommen Sie denn darauf? Ich lebe schon 7 Jahre in Deutschland, innerhalb der Europäischen Union. Und ich habe das Gefühl, dass vor 70 Jahren in Europa zwei Weltkriege stattgefunden haben und wir jetzt die Europäische Union haben. Wenn das möglich war,
Dann werden auch die Kriege und die Konflikte, die den Nahen Osten so zersplittern, auch eines Tages verschwinden und wir vielleicht so etwas wie eine Union, Levantinische Union haben. Dass dieses Hörspiel im Rahmen eines Projektes im vergangenen Jahr beim WDR entstanden ist. Da ging es nämlich anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels um einen prospektivischen Blick in die 100-jährige, also in das 100-jährige Jubiläum der Staatsgründung. Wie würde Israel aussehen in 100 Jahren, 2048? Und Matti traut der Region, zumindest in diesem Hörspiel, zumindest in der literarischen Fiktion, eben einen solchen Friedensverbund zu, wenngleich er doch relativ brüchig auch dargestellt wird. Das wollen wir nicht verschweigen. Wir werden gleich noch einen Ausschnitt aus dem Hörspiel hören. Zunächst möchte ich Ihnen natürlich die Autoren vorstellen. Matti Schmuelow wurde 1972 in Haifa geboren, der Stadt, in der das israelisch-palästinensische-israelisch-arabische Zusammenleben sicherlich am besten funktioniert in Israel. Tigran Tzila kam 1981 in Sarajevo zur Welt, einer Stadt, die nicht zu Unrecht den Titel Jerusalem des Ostens trägt. Schmuelows Familie mütterlicherseits kam 1951 aus Bagdad nach Israel. Seine Großeltern väterlicherseits kamen in den 20er Jahren aus dem Iran. Die Großmutter stammt aus Aleppo. Tzilas Mutter ist, wenn ich richtig informiert bin, Kroatin. Der Vater wurde zu Kriegszeiten als gottloser Moslem in Sarajevo beschimpft, nicht nur wegen dieser Ehe, sondern auch, weil Tzilas Großvater ein relativ berühmter Partisan und Kommunist war. 1994 floh die Familie aus dem Jugoslawienkrieg nach Deutschland und Tigran Tzila, das ist übrigens ein Pseudonym, studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg und spielte schon damals während des Studiums, aber heute immer noch in einer Punkband, bevor er Berufsschullehrer in Kaiserslautern und Schriftsteller wurde. Tierchen Unlimited, ich habe es schon erwähnt, sein erster Roman erschien 2017 und der neue jetzt, Die Fahne der Wünsche. Aber noch einmal zu Matti Schmuelow, der nach seinem Studium der Theaterwissenschaften, Geschichte und Literatur in Tel Aviv und Haifa und einem abgebrochenen Dissertationsprojekt an der Hebräischen Universität in Jerusalem viele Preise für seine Gedichte in Israel erhielt und nun in Berlin lebt. 6 Gedichtbände und ein Buch mit Kurzgeschichten sind in Israel erschienen und nun sein erstes Buch, eine Sammlung aus seinen Gedichten auf Deutsch bzw. Deutsch und Hebräisch. Es hat gerade gewissermaßen die Druckwerkstatt des Aphorisma Verlags verlassen. Bagdad, Haifa, Berlin ist der Titel. Und auch dieses Buch können Sie natürlich nachher am Büchertisch erwerben, wo die Autoren auch gerne signieren. Bagdad, Haifa, Berlin, das klingt nicht nur wie Koordinaten ihrer Biografie, ihrer Familiengeschichte, sondern wenn man ihr die Gedichte liest, dann sind das auch gewissermaßen die Koordinaten ihres literarischen Schreibens. Ganz sicher. Die Geschichte von Bagdad ist in Israel nicht Teil des Schulwesens, zumindest nicht in der Zeit, als ich die Schule besuchte. Und meine Geburtsstadt Haifa mit dem Rücken zum Nahen Osten, das blieb mir. Und das Orientale in mir in Israel wachte auf, öffnete die Tore nach Bagdad und auch Aleppo, woher meine Großeltern stammten und auch die Urgroßeltern. Und hinter diesen Stationen steckt die jüdische Geschichte, die Geschichte des Herumwanderns, des Herumziehens, der fehlende Ort.
erwähnen, dass Sie sich nicht nur als Schriftsteller verstehen, sondern auch als Aktivist, der schon in Israel versucht hat, sozusagen nicht nur Mizrahim und Ashkenazim, also die aus arabischen Ländern stammenden Israelis, sondern auch die aus Europa eingewanderten Israelis miteinander ins Gespräch zu bringen mit den Mitteln der Kunst, der Literatur, sondern das setzen Sie auch hier in Berlin fort. Poetik Hafla heißt ein Veranstaltungsprogramm, das Sie hier mitentwickelt haben. Vielleicht können Sie uns noch näher beschreiben, was sich damit verbindet. Ganz sicher, ganz zufällig ist das passiert. Ich war auf einem Lyrikfestival, Poesiefestival in Basel, und als ich zurück nach Berlin kam, Marc Czolek und Adi Kessar, und wir haben dann einen mehrsprachigen Poesieabend veranstaltet, sind an unterschiedlichen Orten aufgetreten. Wir hatten 18 Veranstaltungen insgesamt, und wir waren auch im Maxim Gorki Theater. Das war der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe. Dann haben wir eine kurze Pause gemacht, und wir haben eine neue Literaturreise gegründet, Anno Juden und Araber in Berlin. Wir sprechen über die Bedeutung des Nahen Ostens, über das Zusammentreffen von Juden und Araber hier in Berlin, und zwar mittels unseres literarischen Schreibens. Das ist die zweite Gruppe, die ich gegründet habe, Anno. Und wir werden Ende des Jahres beim Jüdischen Festival in Dresden erscheinen und im nächsten Jahr auch in Berlin erscheinen, beim großen Festival. 100 Jahre seit der Staatsgründung Israels, eine Zukunftsvision von Matti Shmuelov. Wir hören jetzt zuerst einen Ausschnitt aus seinem Hörspiel auf Hebräisch, und dann übernimmt Andreas Beck. Das ist das erste Mal, dass ich es auf Hebräisch lese. Ich habe es auf Englisch geschrieben, ins Deutsche übersetzt. Also der Text ist für mich auch neu auf Hebräisch. Ja, ihr werdet euch wundern, so ist es. Chof Atidi, das geht. תמונה ראשונה, אמיר יושב בחוף רישמן, שכפים, גלים נשברים על הסלעים, מוזיקה של טינה רוויין נשמעת מרחוק, הוא מפעיל את ערוץ החדשות בצ'יפ שלו, פקודת קול, חדשות הבוקר עם שירה, צליל הפעלה, ואחריו, הודעה, השעה היא 9 בדיוק, בוקר טוב מההי-היי, האיחוד הלבנטיני, הכתבת שלנו, שירז ג'ון, תעדכן אתכם בדבר ההתפתחויות האחרונות בנושא אירופה. שירז, מה התחדש בעניין ההתדרדרות המתמשכת באירופה? שירז. תודה, אחמד. על פי ההודעות האחרונות, לאחר נפילת צרפת והולנד לידי קבוצות הטרור של הימין הקיצוני, המצב באירופה ממשיך להחמיר. גם בגרמניה אנו עדים למתקפות עזות של קבוצות טרור הנמנות עם סיעות איחוד ההתעוררות הנוצרי. על פי הדיווחים בתקשורת, הטרוריסטים זוכים לעידוד הולך וגובר בקרב הציבור וגם לתמיכה פעילה. ולמרות זאת, אתמול, במסיבת עיתונאים, הקנצלר הגרמני דחה בבירור את הדרישות הקולניות של הציבור להיכנע לוויתורים. אנחנו לא ניתן להם להחזיר אותנו לימי הביניים. כל האומות המתורבתות צריכות להתאחד למאבק באותם טרוריסטים. אמיר יורק ומקלל בערבית, התעוררות נוצרית, יחר בטק. פקודת קול, לצלצל לשירז. אין תשובה, אמיר משאיר הודעה. אמיר. שירז, זה אני, מצטער על אתמול, בעצם רציתי, לא משנה, אוקיי, תקשיבי, אני צריך עבודה ממש דחוף. אנחנו לא יכולים פשוט לשכוח את... אי, תקשיבי, אני ממש ממש מצטער, את יכולה לשאול עוד פעם אצל התחקירנים, את הבטחת לעזור לי. אוקיי, ביי, להתראות. צליל ההודעה נכנסת. פעים. הודעת מלל ממספר לא מזוהה. היי, אמיר, הגעתי לפני כמה ימים ל... היי, אני... אמיר, אלחמדוללה.
שוב מצלצל, גבר עונה לטלפון. מה הולך, אמיר? משה, אתה לא מאמין. אתה לא מנחש מי בדיוק התקשר. אנא. מה, ברצינות? כן, והיא רוצה לפגוש אותי. וואו, מקסים, היא פה? בתל אביב? ומתי? כבר כמה ימים נדמה לי. ממש לא מזמן דיברנו עליה. אז היא חיה ומשאירה לך הודעות. וכן, ממש כך, כן, אני לא יכול. זה באמת קורה. גם אני יכול לראות אותה. אני שואל את עצמי, למה היא לא התקשרה אליי מיד שהגיעה? היא פה כבר כמה ימים. תירגע, אחי, תירגע. יכולות להיות 1001 סיבות לכך. נכון, נכון, אתה צודק. עוד מעט תדע. כן, אני יודע, בכל זאת, אתה יכול לבוא לחוף מוסווה? בשבילי עוד קוראים לו חוף רישמן. זאת עדיין תל אביב. לא משנה, אני זקוק לעצות החכמות שלך. בטח, אני אשנה את התוכניות שלי ועבור. בשבילך. תודה. תודה רבה. Das Hörspiel am anderen Ufer trägt ursprünglich den Namen Willkommen in der Levantinischen Union. Richtig? Das war eigentlich der Ursprungstitel. Übersetzt wurde es aus dem Englischen von Maren Kamis und jetzt liest Andreas Beck einen längeren Ausschnitt. Ja, im Prinzip denselben. Szene 1. Amir sitzt am Frischmannstrand, Möwen. Wellen brechen sich an den Felsen. Musik von weiter her, Tina Riven, Isvik Atar. Er aktiviert den News-Channel seines Schippers. Sprachbefehl. Amir. Morgennachrichten mit Giraz öffnen. Aktivierungssound, dann Ansage. Es ist Punkt 9 Uhr. Guten Morgen in der LU, der Levantinischen Union. Um euch auf den Laufenden zu halten, wird unsere Reporterin Giraz Yun jetzt von den jüngsten Entwicklungen in puncto Europa berichten. Giraz, was gibt's Neues vom kontinuierlichen Abstieg des europäischen Kontinents? Giraz. Danke, Ahmad. Nun, nach den neuesten Meldungen verschlechtert sich die Situation in Europa nach dem Zusammenbruch von Frankreich und den Niederlanden unter den Attacken rechtsradikaler Terrorgruppen weiterhin. Momentan erlebt auch Deutschland heftige Angriffe durch die Fraktion der sogenannten Vereinigung Christliches Erwachen. Medienberichten zufolge gewinnen die Terroristen mehr und mehr Zuspruch aus der Zivilbevölkerung und deren aktive Unterstützung. Trotzdem hat es der deutsche Kanzler gestern in einer Pressekonferenz ausdrücklich abgelehnt, den öffentlich laut werdenden Forderungen nach Zugeständnissen nachzugeben. O-Ton, Kanzler. Wir werden nicht zulassen, dass Sie uns ins Mittelalter zurückversetzen. Alle zivilisierten Nationen sollten sich im Kampf gegen diese Terroristen zusammenschließen. Amir spuckt aus, flucht auf Arabisch. Christliches Erwachen. Yacha Betak. Sprachbefehl Amir, Giraz anrufen. Klingelton. Keine Antwort. Amir hinterlässt eine Sprachnachricht. Giraz, ich bin's. Tut mir leid wegen gestern. Also ich wollte, egal, okay, hör zu, ich brauche echt bald einen Job und können wir nicht einfach vergessen was? Ey, es tut mir echt leid. Kannst du noch mal beim Rechercheteam nachfragen? Hast du doch versprochen. Okay, bis bald. Piepton, eingehende Nachricht. Schipper-Stimme. Textnachricht von unbekannter Nummer. Bin's vor zwei Tagen in der LU angekommen. Amir. Hamdulullah. Wieder Klingelton. Diesmal antwortet eine männliche Stimme. Moses. Amir, was geht? Amir. Moses, du kommst nicht drauf, wer mir gerade geschippt hat. Anna. Was, ernsthaft? Ja, und sie will mich treffen. Wow, großartig. Sie ist hier in Tel Aviv? Seit wann? Seit ein paar Tagen scheint's, wo wir neulich noch drüber gesprochen haben. Also sie lebt und spricht und ja, verdammt, ja, ich kann's nicht, passiert das gerade wirklich?
Kann ich sie auch sehen? Ich frage mich, wieso hat sie nicht sofort angerufen, wenn sie seit Tagen hier ist und... Hey, 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 beruhig dich, Amir. Beruhig dich. Dafür kann es zig Gründe geben. Ja, ja, stimmt, ja. Wirst du ja bald rausfinden. Ja, ich weiß. Hey, trotzdem. Kannst du vorbeikommen? Zum Mossava-Strand? Für mich heißt da immer noch Frischmannstrand. Egal. Ich brauche jetzt echt deinen Rat. Klar. Ja, ich komm. Für den Anlass, Geräuschkulisse, Strand, eine Gruppe Leute. Vielen Dank, Andreas Beck. Ja, die Europäische Union ist unter rechtsradikalem Terror zerfallen und die Menschen fliehen in den Nahen Osten, in der Solarshuttle-Züge aus Bagdad über Tel Aviv nach Haifa fahren oder von Gaza nach Damaskus. Welch ein böser Traum für Europa und welch schöne Vision für den Nahen Osten, Matti Schmoilow. Ist das für Sie mehr als eine Provokation? Sie hatten es vorhin schon angedeutet, dass Sie es vielleicht tatsächlich als reale Möglichkeit sehen. Für mich ist das keine Provokation. Für mich ist das eine Realität, die wir uns vorstellen sollten, über die wir nachdenken sollten. Die Europäische Union, da bin ich mir sicher, ist auch entstanden. Und vorher werden wahrscheinlich Literaten auch davon geträumt haben. Und wenn ich jetzt an den israelisch-palästinensischen Konflikt denke und mich auf die Gegenwart beziehe, meiner Meinung nach fehlt da die Vision. Und ich habe darüber geschrieben, jetzt auf den Tag danach, wo es schon Frieden gibt mit den Palästinensern, wo die Flüchtlinge nahe ins Land zurückkommen, wo die Juden in die arabischen Länder zurückkehren können, wo die Leute frei durch den Nahen Osten reisen können, wie es jetzt in der EU gegeben ist. Ausgerechnet in Europa gibt es dann zu diesem Zeitpunkt noch Kriege. Die Leute fliehen heute aus dem Nahen Osten nach Europa. Vielleicht wird diese Realität sich verändern und werden in den Nahen Osten fliehen, wie das während des Zweiten Weltkriegs der Fall war. Kurz das Personal Ihres Hörspiels anschauen. Es ist ja ganz interessant, wie gemischt das ist. Also der Amir, den wir gerade gehört haben, sitzt am für ihn sogenannten Mossava-Strand. Er ist Araber, der aber aus Europa nach Tel Aviv geflüchtet ist, wo es der Frischmann Beach ist. Sein Freund Moses ist jüdischer Israeli, allerdings bezeichnet er Amir und seine Ehefrau und dessen Ehefrau Anna als seine engste Familie, obwohl, Zitat, sie nicht jüdisch sind. Anna wiederum ist türkischstämmig in Deutschland aufgewachsen, flieht nach Amir, folgt ihm nach, auch in den Nahen Osten, wird dann aber den Zug nach Istanbul nehmen. Ein bisschen habe ich die Vermutung, dass Sie da auch eine zwischen den Personen so eine Verbindung aufbauen wollen, zeigen wollen, dass da vielleicht eine besondere Wahlverwandtschaft zwischen solchen multiethnischen Migranten entwickelt werden könnte. Liege ich da richtig? Ganz sicher. Es gibt diese beiden Parameter, die Sie eben gesteckt haben. Der Zug, es gab mal eine Zugverbindung, die den Nahen Osten verbunden hat mit Haifa. Die ging bis in meine Heimatstadt Haifa und führte dann weiter bis nach Bagdad. Da ist meine Mutter geboren. Und diese Bahnverbindung hat mir sehr viel Inspiration gegeben. Der Vater, der Nahe Osten, war einst vereint oder konnte herumreisen. Mein Vater war in Beirut zum Urlaub. Und ich habe diese Vision des Zugs genommen. Das spiegelt sich auch auf dem Umschlag wieder. Das ist der Zug nach Hijab, der also den Nahen Osten miteinander verband. Das hat eine Grafikgruppe aus Israel, aus Haifa, gestaltet. Diese Vision des multinationalen, multiethischen, da habe ich mich von Berlin inspirieren lassen.
Meine Freunde, Juden und Araber, spielen jetzt in diesem Moment Fußball im Park neben meinem Haus. Syrer, Palästinenser, jüdische Israelis. Und dass es die menschliche Realität sowieso so einfach ist. Und hinzu kommt dann diese nationale, multiethische Vision, die ich aus Berlin mitgenommen habe. Und nicht unbedingt politisch, sondern wir nehmen das als selbstverständlich hin. Und jetzt springen wir aus dem Tel Aviv der Zukunft in ein Land, das heißt Krokotanien. Die Hauptstadt heißt Krokuta. Und da gibt es einen Marschallvater, der heißt Spiro, ist aber nicht mehr am Leben. Wir haben also einerseits einen Blick in die Vergangenheit, andererseits, so habe ich es jedenfalls gelesen, einen Blick in die Zukunft und andererseits einen Blick in die Vergangenheit mit dem Roman von Tian Sila. Krokotanien, Krokuta, das klingt ein bisschen nach Comic. Gleichzeitig erinnert der Name Spiro an Tito. Wie sehr bezieht sich Ihr neuer Roman auf Ihre Erfahrungen in Sarajevo, in Bosnien? Gar nicht so. Also grundsätzlich mögen Diktatoren den O-Vokal, Mao, Tito, Franco. Es gibt einen guten Grund dazu. Wenn man sich vorstellt, dass man vor so einer Masse steht und die johlen dann den eigenen Namen, dieses Hallen der O wird so gut durch die Luft getragen. Also insofern dachte ich, ja, Spiro. Wäre ich Diktator, fände ich es cool, wenn ich, da wäre noch so ein rollendes R drin. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass Krokotanien dieses scheiternde sozialistische Land, das ich beschreibe, wir finden es irgendwann in den 70ern vor, hat aber durchaus diesen besonderen, wie soll ich sagen, Brand des nationalistischen Sozialismus, wie er durchaus in Jugoslawien präsent war, aber noch stärker zum Beispiel in Albanien. Überhaupt war Albanien ganz interessant bei meiner Recherche für dieses Buch. In Albanien waren zum Beispiel Kaugummis verboten als imperialistische Ablenkung. Und entsprechend sind in Krokotanien sind Flipper verboten. Diese Unterhaltungsgeräte, heute kennt man sie als so ein nostalgisches Ding, dass sich Männer in der Midlife-Crisis ins Arbeitszimmer stellen. Also ich habe es jedenfalls vor demnächst. Aber denkt man ein bisschen an die 70er Jahre zurück oder auch die 60er, denkt man zum Beispiel an die Band The Who, an ihr Album Quadrophenia oder an Tommy. Noch mehr Quadrophenia mit dem dazugehörigen Film, wo Jugendgangs sich die ganze Zeit gegenseitig blutig schlagen. Was machen sie in den Pausen zwischen den Gewalteruptionen? Sie spielen Flipper. Also Flipper waren mal so ein Totem der Maskulinität. Das war so was total Schnittiges und Gefährliches, in so einer verrauchten Kneipe Flipper zu spielen. In Krokotanien sind sie verboten, ganz klar. Sie waren aber auch bis zur Mitte der 70er Jahre in New York zum Beispiel verboten. Man assoziierte sie eben mit Glücksspiel und man dachte, dass Flipper Jugendliche dazu verführen, zu Gangmitgliedern zu werden. Also ich glaube, bis 72 oder 73 waren Flipper auch in New York verboten. Das meiste, was in dem Roman übertrieben erscheint, ist tatsächlich Ergebnis von Recherche und so ein bisschen Bric-a-Brac. Der Romanheld in Die Fahne der Wünsche heißt Ambrosio. Er ist Rennradfahrer. Er ist vor allem ein Meister in der Übertretung eigener Schmerzen. Er möchte schneller sein. Er geht über seine körperlichen Fähigkeiten hinaus. Und in welche Welt er dabei gerät, als er getrennt wird von seiner depressiven Mutter und in ein Internat kommt, das hören wir in dem Ausschnitt, den Tian Sila ausgewählt hat und den er jetzt selber lesen wird. Also grundsätzlich wird wie in den meisten, Ländern der Welt versucht auch Krokotanien natürlich die eigene Jugend zu erziehen, etwas strenger als vielleicht Deutschland, aber es gibt Tanzabende. Und Ambrosio geht mit ein paar Freunden zu einem Tanzabend. Er ist von der Partei gestattet. Der Abend fand in einem der Jugendclubs statt und bevor es Musik und verklemmtes Tanzen geben durfte, trugen junge Männer aus einem Förderprogramm für Lyrik ihre Gedichte vor. Sie waren älter als wir, fast Studenten. 30 bis 40 Jugendliche saßen in Reihen auf hölzernen Klappstühlen, warteten auf den besseren Teil des Abends, hörten den Gedichten zu
oder taten so. Micha, Gastonio, Madeleine und ich hatten in der letzten Reihe Platz genommen. Der Jugendclub war ein zweistöckiger Bau aus Kalkziegeln mit einer Drahtglasfront im Obergeschoss. Er hatte früher eine private Tanzschule beherbergt. Die Ballettstangen dienten nur noch als Aufhängung für Parteibanner mit weiß auf türkis gestickten Parolen wie Arbeit für alle, Leistung von allen oder Klassenmacht, Klassenmacht, Klassenmacht. Auf einem Fensterbrett sitzend beobachteten uns zwei Männer des Jugendkommissariats. Hinter den Ballettstangen und Bannern war die Wand verspiegelt. Es gab keinen sicheren Winkel, um heimlich zu lesen oder Händchen zu halten. Versuchte jemand es, sprangen die beiden auf und rannten mit wehenden Mänteln zu den Missetätern, ergriffen sie an den Schultern und schüttelten sie. Sie bellten Drohungen, wenn ich noch einmal sehe, wie du... Es geschah mehrmals, die Vortragenden hielten immer inne. Obwohl die beiden niemanden schlugen, war es offensichtlich, dass sie es wollten, und ich ahnte, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es jemanden schlimm erwischte. Den Anlass dazu bot ausgerechnet ein Vers. Später wusste niemand, was an ihm antispiroistisch gewesen sein sollte, denn im Gedicht ging es um das Meer und die Tiere, die es bewohnen. Putzige Zeilen mit Seepferdchen, Seeigeln, Seesternen, Seeanemonen und Korallen und Fischen und Kraken. Hier ist Wasser, hört ich singen, lasst uns nun ins Wasser springen. Die Süßlippen im Türkis, das Bartmännchen liegt im Kies, ein Barracuda ist sehr, wie kannst du nur, schrie einer der Mäntel. Der junge Dichter blickte ihn erschrocken an und fragte, ob er aufhören solle. Das fragst du noch? Schluss, aus. Sie stürmten die Bühne als Zwillinge, die Stirnen zu bebenden Falten gerunzelt, die Gesichter rot und fassungslos. Einer der beiden hob eine Waffe zur Decke und verharrte kurz in dieser Pose, bevor er zuschlug. Vielleicht zielte er, vielleicht wollte er, dass wir alle sahen, was er mitgebracht hatte. Es war ein Totschläger, wie ihn Schlachter und Fischer benutzten, um Tiere zu ermorden, ein mit Bleikugeln gefüllter Lederstrumpf. Er traf die Nasenbrücke des versehentlichen Rebellen und trieb sie nach innen. Es klang, als zerdrückte man eine Erdnuss. Der Dichter stürzte, wir standen auf, brabbelten ratlos ins Leere, ergriffen irgendwelche Schultern, wenige protestierten leise, aber die Schläge hörten nicht auf. Der erste Kamerad schwang seine Waffe, der zweite trat zu, bis der Geprügelte sich nicht mehr rührte. Er lag auf der Seite, das Gesicht im Schaum. Setzt euch hin, sonst schieße ich. Wir gehorchten, obwohl niemand eine Pistole sah. Sie war vorstellbar, Schüsse waren vorstellbar. Flüstern, warten. Die Kameraden schnauften auf der Bühne, sie wischten sich den Schweiß mit den Ärmeln ihrer Uniformjacken aus den Gesichtern und blickten uns bedeutsam an. Am Anfang hatten wir sie belächelt, denn sie waren uns ratlos erschienen, von unserer Jugend überfordert. Dafür hatten sie sich gerecht. Das ist nicht in Ordnung, es ging doch nur um Fische, flüsterten wir. Nach dem Vorfall hatte niemand mehr Lust aufs Tanzen und wir waren erleichtert, als einer der Mäntel sagte, die Veranstaltung werde abgebrochen. Sonst hätten wir bleiben müssen, um nicht aufzufallen. So fürchterlich die Gewalt gewesen war, es war erst kurz nach fünf und wir wollten den Abend nicht aufgeben. Tränen ins Feuer, wer hätte etwas davon gehabt? Sicherlich nicht der Dichter. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass er nach dem, was sie ihm angetan hatten, noch lebte. Und sollte er nur ohnmächtig sein, würde er sich nicht übers Erwachen freuen. Er hatte kein Gesicht mehr. Sollen wir zum Kopf, sagte Madeleine leise, während wir die Treppe nach draußen hinuntergingen. Sie hatte dem Vorschlag einen überdeutlichen Seufzer vorangeschickt. Der Kopf war kein guter Ersatz für den abgebrochenen Tanzabend. Für irgendetwas. Er war gerade mal besser als nichts. In Krokuta gab es unzählige marmorne Denkmäler, die Spiros Haupt zeigten, aber nur einen Kopf. Seine Besonderheit bestand darin, dass er, im Gegensatz zu den anderen, nicht aufrecht gesetzt worden war, sondern auf der rechten Wange lag, als horche unser riesenhafter Marschallvater am Boden des großen Platzes vor dem ehemaligen Armeekasino. Dies machte das Denkmal leicht erklimmbar. Die Nase war ein tischgroßer Vorsprung, auf den man mit einem Armzug gelangen konnte und damit zu einem Versammlungsort von Jugendlichen. Es gab Rangeleien darum, wer in der Schläfenmulde sitzen durfte, aber auch das Ohr war beliebt. Wer nicht streiten wollte, suchte sich einen Platz auf der Wange oder dem Halsstumpf.
Der Grund, wieso die Mäntel die Stadtjugend gewähren ließen, obwohl manchmal 20 von ihnen auf dem Kopf kauerten, war, dass das Denkmal unter Parteimitgliedern umstritten war, da es für manche von ihnen den Eindruck erweckte, jemand hätte Spiro enthauptet. Ein Eindruck, der sich nie mehr aus dem Gedächtnis löschen lasse, sagten sie. Wer den Kopf einmal auf diese Weise betrachtet habe, könne ihn fortan nicht anders wahrnehmen und nicht mehr hinnehmen. Orthodoxe Kader hielten dagegen, dass jedes Bildnis Spiros zuallererst Ehrfurcht gebiete. Ob der Gründer und Erneuerer saß oder sprang, aß oder rauchte, spielte keine Rolle. Die eigentliche Häresie stellte vielmehr die Vorstellung dar, Spiro sei geköpft worden. Wie kamen die Kameraden drauf? Spiro war an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben, selbst Schulkinder wussten das. War die Faktizität der Geschichte auf einmal degenerierten Fantasien untergeordnet? Um Marschallvaters große Sentenz vom Weltenbrand heranzuziehen, wer sich Spiros Enthauptung vorstellte, der wünschte sie sich auch. Und so ging das im Kreis. Für Jugendliche zählte indessen einzig das Folgende. Abhängig davon, ob der amtierende Kommissar für Stadt- und Parkpflege zur Gruppe der Orthodoxen oder der Geköpften gehörte, wurde der Kopf Spiro zugeordnet oder nicht. Geköpfte ließen die Plakette entfernen, auf der »Mein Spiro«, »Dein Spiro«, »Unser Spiro« stand. Die Orthodoxen ließen sie wieder anbringen. Hin und her, aber in Zeiten fehlender Plakette durften wir auf den Kopf herumkraxeln. Das Denkmal galt übrigens als Treffpunkt von Querulanten. Prügeleien um die Sitzplätze waren alltäglich und eine hatte sogar mit dem Tod eines Jungen geendet, der nach einem Fausthieb von Spiros Kiefer gestürzt war und sich den Schädel zertrümmert hatte. Nachdem wir ihn erreicht hatten, besorgten wir uns 8 Bierdosen aus einer Trinkhalle hinter dem Armeekasino und tranken sie unbeobachtet in der Mulde zwischen Kinn und Hals. Madeleine war als Erste fertig. Sie presste angestrengt einen metallischen Rülpser aus der Brust, schaute aus unserem Versteck nach Mänteln und warf die Dose weg. Die Fläche um das Denkmal war in einem weiten Ring von jugendlichem Unrat bedeckt, von Flaschen, Dosen, Zigarettenstummeln, zerrissenen Tüten und Kartonstücken, die als Liegematten gedient hatten, bis der Regen sie hatte aufquellen lassen. Wir warteten, dass auch Micha mit seinem Bier fertig wurde. Er trank in Schlückchen und begründete es damit, dass er es genieße. Als er endlich fertig war, zerquetschte Gastonio die Dosen zu Pucks und trat sie ins All. Wir kletterten auf die Wange, die einst dem Marschallvater gehört hatte und unvermeidlich wieder gehören würde, und dort zogen wir die Hemden aus und sonnten unsere Schultern, die unter den Trikots weiß geblieben waren. Der Sommer hielt immer noch an und der Marmor leuchtete matt. Dankeschön. Vielen Dank, Tienzio. Ich finde das ein ganz wunderbares Bild, diese Jugend auf dem Kopf des Führers, und man weiß nicht recht, ist der Führer gefallen oder ist es umgekehrt gerade ein großartiges Monument, auf dem sie sich breit machen, weil es eben ihr Marschallvater ist. Diese comichafte Überzeichnung, die sie verwenden, diese besonderen Bilder, die sie schaffen, was ist der Reiz da bei Ihnen, dass Sie sozusagen ausgehend von, Sie haben es gesagt, Recherchen in Osteuropa, Südosteuropa, dann doch die Sachen so überzeichnen? Was ist dieses, was Sie gesagt haben, Brickbrack, ist ja mehr als das. Ich weiß nicht, es ist ein Wettbewerb, aber den ich verloren habe, weil wenn man bedenkt, dass der Präsident einer Staatsmacht, um das Gesicht zu retten, eine Wetterkarte, auf der mit Filzstift etwas gezeichnet hat, im Fernsehen zeigt, dann merkt man, dass meine Übertreibungen eigentlich gar nicht mit der Realität mithalten können. Aber es geht immer darum, vielleicht die Realität gar nicht so zu überzeichnen, wie vielleicht die Intensität ihrer Farben literarisch ein bisschen anzuregen, würde ich sagen, weil das meiste, was einem eigentlich in dem Roman als Übertreibung erscheint, ist gar nicht so übertrieben, wenn man sich bedenkt, wenn man sich mal überlegt, welche Praxis in manchen sozialistischen Staaten herrscht, wenn es um die Erziehung von Jugendlichen ging und zu welchen verzweifelten Mitteln man griff, um jugendliche Bedürfnisse und ihre Energie zu beherrschen. Nur als Beispiel, also zum Ende meines Romans findet eine große Ausschreitung zwischen einer Jugendbande, den Mobilen, die auf Mopeds umherziehen und sich betrinken und derlei machen, und den Staatsmächten. Und
Dabei orientierte ich mich, wo wir zum Thema Punkband kommen. In Potsdam gab es in den späten 90er Jahren eine ziemlich gute Punkband namens Altenburg 76. Und wir haben mit denen eine Weile getourt, sogar eine Single zusammen rausgebracht. Und die haben mir erklärt, der Name komme von den Altenburger Ausschreitungen. 1976 gab es in der DDR große Ausschreitungen von Rockern. Jugendliche Rocker, die völlig apolitisch irgendwie, ich glaube, Konzerte besuchen wollten, die wurden abgesagt und dann haben sich über Stunden mit der Polizei gekloppt. Und die Staatsmacht musste das unheimlich eskalieren, diese plötzliche Eruption jugendlicher Energie, und stand vor dem Rätsel, dass es eben apolitischer Protest war. Es ging tatsächlich nur um die Lust zu tanzen, Sex zu haben, sich zu betrinken. Also auf einmal diese triebhafte Komponente galt es zu beherrschen, die hat man dann mit Gewalt beherrscht. Und diese Altenburger Ausschreitungen sind tatsächlich auch für die Leute, die die DDR erlebt haben, nicht besonders bekannt, weil man sie mit so einer Energie und Strenge unter dem Deckel gehalten hat, weil man sich gedacht hat, okay, wenn die Energie sich löst, dann das ist bei Weitem gefährlicher als jede Art christlicher Protestbewegung, die wir hier im Land haben. Und insofern, ich würde gar nicht sagen, dass ich so sehr überzeichne, wie einfach Sachen ganz gut frisieren kann. Ich bin ein guter Friseur, würde ich sagen. Sehr guter Friseur. Lauter werden die Populisten nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, kann man sagen. Also politische Machthaber, die glauben im Namen des sogenannten Volkes und für das Volk zu sprechen. Wir haben am Mittwoch gehört, dass Sami Berdugo eine sehr kluge Analyse dieser Sprache, also der Behauptung, auch mit den einfachen Leuten zu sprechen, dass die Populisten diese einfache Sprache sich aneignen, um Massen zu erreichen, und benutzen sie beide, Mati Schmoelow und Tian Sila, in ihren Dialogen auch sozusagen bewusst keine gekünstelte Sprache, kein Larpolar, sondern das ist sehr bodenständig. Da wird geflucht, da wird Flipper gespielt und sehr sozusagen. Ist das eine bewusste literarische Entscheidung? Ja, ganz sicher. An der Kunst, die muss sich mit der Realität auseinandersetzen. Die darf ihr nicht fremd sein. Sie darf kein Fremdfaktor sein. Das mache ich natürlich nicht bewusst, aber das fließt ganz oft in mein Schaffen ein. Und ich sehe jetzt das Dahinsiechen der liberalen Demokratie. Ich wollte die Stimme einführen, die ich in Europa vernehme. Stimmen, die gegen die EU sind. Und das wollte ich mit einführen in die Nahostunion. Ich wollte auch die Opposition einfließen lassen in Schreiben. Und ich habe den Onkel von Amir mit hineingebracht, der sich an jene Tage, an die Tage des jüdischen Privilegiums, des jüdischen Staates gerne erinnert, wo die Juden über den Arabern standen. Ihn stört die Situation der Gleichstellung Musawa auf Arabisch. Ich hatte ja von dem Strand Musawa gesprochen. Panke. Also bei mir, die Sprache, die ich verwende, tatsächlich habe ich immer ein großes Vorbild gehabt. Das war Kafka, den habe ich tatsächlich sehr früh gelesen. Und drumherum eigentlich wenig hohe Literatur, aber irgendwas hatte ich mit dem. Und ich mochte die Tatsache, dass er immer... Ich finde, Kafka wird oft falsch dargestellt, so als dieser verzärtelte, lebensuntüchtige, aber hat diese super muskulöse Prosa gehabt und die sehr elegant war. Aber die Eleganz stellt etwas dar, es kam einem wie eine Realität vor, die man durch so einen Flaschenboden sieht. Und das wollte ich auch immer bei mir haben. Bei dem Roman im Besonderen, ich habe
Giorgio Bassani gelesen, auch ein ganz toller Autor, und ich mochte den Ton dieser Übersetzungen aus dem Italienischen, die aus den 60ern stammten, wollte so dieses leicht Antiquierte übertragen, habe da so ein paar Sachen immer wieder zu übernehmen versucht. Aber wenn man sich auch die Sprache der Populisten anschaut, ich habe da was mitgebracht, weil ich mal was drüber geschrieben habe oder schreiben wollte, ich glaube, das ist nie fertig geworden. Also, der neue rechte Verleger Kubitschek bei Pegida, es ist am Horizont eine neue Möglichkeit aufgegangen, eine politische Morgenröte, und es ist eine Lust, zornig zu sein. Seine Frau, die Zeit kippt, die Dinge geraten in Bewegung. Es kommt einem vor, als hätte man lange gesät und jetzt werden die Sachen fruchtbar. Oder der Fliegenschiss der Geschichte. Ich glaube, auch wenn ich mich, also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es mir gelingt. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man als Autor sich selbst ein Lob aussprechen will, aber ich bemühe mich tatsächlich immer um Eleganz, dass sich das elegant und entspannt liest und dass es fließt, und ich möchte nicht irgendwas zwischen mich und Leser stellen. Ich mag es eigentlich schlicht und elegant und so ein bisschen groovy. Und wenn man sich aber die Sprache der Populisten anschaut, das ist schon durchaus eine Sprache, von der sie sich, die sich als viel schlauer als ihre Zuhörerschaft halten, eine verführerische Wirkung erhoffen. Die Sprache ist voller, ich meine, man hat es gehört, das waren 6 oder 7 Metaphern und ein Vergleich. Und zwar richtig miese Metaphern, sehr schlechte Vergleiche. Es ist krude, es ist schief aufgebaut, aber was zählt, ist diese Pose, die Pose des Dichtergeistes, der vor einer Masse steht und beschwört, er beschwört die Gemeinschaft. Und natürlich ist diese Sprache inkompetent, aber wir kommen da nicht weiter, wenn wir sagen, okay, die haben keinerlei Fähigkeit zur Kunst. Ich meine, was haben wir damit gewonnen? Natürlich wissen die das nicht, sie halten sich für Künstler, sie halten sich für Nachkommen Kleists, glaube ich. Ich meine, wenn man sich die Sprache anschaut, gibt es so ein Bemühen um Schnittigkeiten, so ein soldatisches. Ich glaube, die wären gern so wie Kleist und würden sich irgendwann auf einer Parkbank gerne schießen, keine Ahnung. Aber es ist nicht meine Sprache. Also insofern, ich wollte mich mit meiner Sprache keineswegs dieser populistischen Sprache annähern, die, glaube ich, tatsächlich so eine magische Beschwörungskomponente haben soll. Ich mit meinen tollen Bildern werde jetzt diese Masse aufwiegeln, die Morgenröte ist da, la la la. Und das ist, wenn man sich das als Künstler anschaut, wirklich, ich meine, die reden wie Zwerge in einer schlechten Übersetzung des Herrn der Ringe. Das ist ganz furchtbar. Aber ich weiß nicht, inwiefern es funktioniert. Ich kann es nicht einschätzen. Ich meine, Pegida, da laufen auch immer weniger Leute mit. Vielleicht liegt es an den schlechten Metaphern. Die Fahne der Wünsche ist keine Metapher von Ihnen, sondern ein Zitat aus Klaus Teweleits Dissertation Männerfantasien, erschien vor 40 Jahren und zumindest für den Verlag Matthes und Seitz und wahrscheinlich auch für Sie hochaktuell. Matthes und Seitz verlegt das Buch nämlich jetzt Ende September neu. Ein ziemlicher Klopper, 1400 Seiten, glaube ich. Eine Untersuchung der Vorgeschichte des Nationalsozialismus und der Auftakt der Männerforschung in Deutschland. Der Zusammenhang von Sexualität und Gewalt spielt aber eine große Rolle. Wie aktuell sind Teweleits Thesen für Sie tatsächlich, Terence Sewer? Also ich habe Klaus Teweleit nie getroffen. Ich spreche hier gewissermaßen für ihn mit vollem Bewusstsein darum, dass es sein könnte, dass ihn das verärgert, weil er hat es eben geschrieben. Ich finde, er kommt viel zu selten zu Wort. Er darf immer wieder Kolumnen schreiben. Aber wenn man sich bedenkt, wie gut und wie unfassbar treffend und wichtig das ist, was er geschrieben hat, in den Männerfantasien und in den Büchern der Könige, ist er jemand, der wirklich mit einer Gewalt übersehen wird, die ich als schmerzhaft empfinde. Und das Interessante ist, ich glaube, die meisten Menschen, die schreiben, haben diese große Hoffnung, dass das, was sie geschrieben haben, sie überlebt. Und ich glaube, er ist der Einzige, der aufrichtig hofft, dass das, was er beschrieben hat, unwichtig wird. Dass man ihn also nach seinem Tod vergessen kann, weil es keinen Faschismus mehr gibt. Aber darauf kann er lange warten. Ich befürchte tatsächlich, das, was er in den Männerfantasien geschrieben hat, wird uns lange begleiten. Er beschreibt diesen konkreten Zusammenhang zwischen männlicher Körperlichkeit und Faschismus. Und wieso es für mich so aktuell war, war Klaus Teweleit zu lesen, war auf eine Art und Weise schmerzhaft, entlarvend, hat mir selbst bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit vor die Augen geführt, die ich mir sonst niemals eingestanden hätte, die auch immer wieder in meinem Leben zu Problemen geführt haben. Ich meine, man muss sich überlegen, dass ich in einer sehr maskulinen Gesellschaft, die von einem seltsamen sozialistischen Machismo bestimmt war, aufgewachsen bin. Also Gewalt war alles. Probleme unter Jungs wurden ausschließlich mit Gewalt geklärt. Und
ich hatte tatsächlich, bevor ich nach Deutschland kam, schon 2 Nasenbrüche. Ich hatte eine ganz krumme Nase. Und ich habe fast 20 Jahre meines Lebens mit Kampfsport verbracht. Und zwar nicht mit japanischen Kampfsport. Ich habe gerungen, ich habe geboxt. Also ich habe mir im letzten Jahr tatsächlich, musste ich mich 2 Operationen unterziehen lassen, die den Schaden, den dieser Sport an mir angerichtet hat, beheben mussten. Damit ich wieder zum Beispiel atmen kann überhaupt. Und anzuerkennen, dass das eben kein gesunder Fortsatz meiner Männlichkeit war, sondern tatsächlich der Ausdruck eines Schadens, den ich als Kind erlitten habe, eines Schadens, zu dem die Kriegserlebnisse ganz enorm beigetragen haben, eines Schadens, der mich in Leben in allen möglichen Belangen limitierte und wirklich unangenehm machte. Unangenehm als Mensch, als Freund, als Partner. Das war wirklich also ein unbeschreibliches und intensives Erlebnis. Und man muss dem zugänglich sein, man muss offen dafür sein, aber wenn man das dann so gelesen hat und wenn man dann, zum Beispiel wenn ich an diese Hogese-Ausschreitung auf dem Kölner Parkplatz denke, diese Männer, die praktisch sich ein Revival der enthemmten Gewalt vor den Fußballstadien, wie sie in den 80er und 90er Jahren eben gang und gäbe war, wünschten und da sozusagen eine Art von Gewalt-Happening veranstalteten auf einem Platz vom Kölner Dom und diese bestimmten Rituale mit ihrem Körper vollzogen, alle aufgepumpt und tätowiert. Und ich erkannte mich selbst, so bitter das klingt, ich erkannte mich in ihren Handlungen. Und die Fahne der Wünsche war tatsächlich ein Ergebnis dieser Überlegung, ohne dass ich unbedingt so eine Art Hausarbeit schreiben wollte. Ich wollte tatsächlich einen Roman, der nicht unbedingt diese Theorien 1:1 verdauen möchte, aber es war wichtig für mich, es bleibt wichtig für mich, ich lese ihn immer weiter, ich lese bestimmte Sachen jetzt zum 2. oder 3. Mal. Ja, ich würde sagen, leider immer noch aktuell. Faschismus ist das Stichwort, mit dem ich überleiten möchte, nochmal zu Matti Schmeloff, bevor wir zum Ende kommen müssen. Im letzten Wahlkampf, der ja so lange nicht her ist, war es eine Frau, die Justizministerin Ayelet Shaked, die sich Faschismus gewissermaßen als Parfum auflegte in einem sehr zynischen, jedenfalls ironischen Werbespot. Am Schluss wendet sie sich noch einmal in die Kamera, eine wirklich sehr gut aussehende Frau, und sagt, für mich riecht es nach Demokratie. Das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt. Für mich ist daran auffällig, dass hier gewissermaßen Begriffe wie Faschismus und Demokratie ja Spielbälle in der Selbstdarstellung geworden sind. Wie bewerten Sie den Umgang mit dem Begriff Demokratie in so einem Zusammenhang, so einer Präsentation heute in Israel? In Israel ist die Situation gefährlicher als in Deutschland, denn in Israel haben wir schon 20 Jahre ein Regime, das Araber in Israel dämonisiert, sie trennt von Juden, die Juden loslöst vom Nahen Osten, die Juden von ihrer arabischen Kultur trennen, denn ein Großteil, über die Hälfte der Juden in Israel haben einen Mizrahi-Hintergrund. Dieses Trennen und Regieren oder Divide et Imperare und die Unterstützung des Siedlungswerkes in den besetzten Gebieten und im Gegenzug keine arabische Stadt neu zu gründen. Seit 1948 ist das in Israel nicht geschehen. Diese Situation ist immens gefährlich und das hat im Grunde auch das Volk korrumpiert. Das Volk in Israel glaubt im Grunde schon an diese Werte und meiner Meinung und ich bedauere das und ich sage etwas, was sich vielleicht schlimm anhört. Die israelische Mitte, die israelische Linke hat diese Werte übernommen, verinnerlicht und die Partei Blau-Weiß ist eine Oppositionspartei, zumindest scheinbar, benutzt diese Begriffe und verwendet sie in einem Werbespot. Da sind viele Leute in Gaza ermordet und das wird in die Steinzeit zurückversetzt. Also die Trennungslinie
Linie zwischen Netanyahu, Jacquet und Blau-Weiß sind dünn. Selbst wenn es eine Opposition, die Oppositionspartei an die Regierung wird, die haben die Begriffe bereits verinnerlicht. Wie Cihan gesagt, das sind sehr machoistische Begriffe, sehr militaristische Ausdrücke und Metaphern und die einhergehen mit dem Faschismus. Und in Deutschland hat man die große Sorge, dass in Sachsen und Brandenburg jetzt die AfD an Stimmen gewonnen hat. Und ich lache immer und ich sage, ich komme aus Israel. Da haben wir die AfD an der Regierung. Netanyahu und vor den letzten Wahlen hat gesagt, die Araber, vor den vorletzten Wahlen hat gesagt, die Araber laufen in Massen zu den Wahlurnen und die kriegen Gelder aus von der Linken und von den USA. Für den ist links ein Schimpfwort. Und die Leute leiden darunter. Und, das sind nicht nur Wahlspots, das ist eine Politik, die sich im Alltag niederschlägt und Gewalt, die die Leute täglich erfahren. Wenn die Leute Arabisch sprechen, werden sie auf der Straße angegriffen, angepöbelt. Wir, die wir in Berlin leben, hier gibt es viele Aktivisten und Aktivistinnen, die es stört. Und wir versuchen lautstark auch von außerhalb Israels dagegen anzugehen. Jetzt läuft uns die Zeit ein bisschen davon. Ich hätte gern Tijan Sila noch gefragt, ob er überrascht ist über den Wahlerfolg der Partei, deren Hauptmessage die Angst vor Flüchtlingen ist. Aber vielleicht können Sie das nachher im Gespräch, die Autoren sind ja alle da, auch noch direkt mit ihm besprechen, wenn Sie das auch so interessiert. Mati Shmelov hat darum gebeten, dass er noch ein Gedicht aus seinem neuen Gedichtband vorlesen kann. Er wird das tun auf Hebräisch und Andreas Beck liest dann die deutsche Übersetzung. Dieses Gedicht habe ich Yitzhak Shmuel, meinem Vater, seligen Angedenkens gewidmet. Das ist in Israel erschienen, in diesem Buch, das sehe ich hier halt in einer Sprache. Auf Hebräisch, ja. Chefisfasti taderech lelibo. Ani lo yodea lama av lechol me'al hakiyor. בלי צלחת, פרוסה פשוטה, לחם שחור, גבינה מלוכה. למה הוא היה יושב מצונף בתוך ספת סלון קאה, כמו ספר פרוס? כל מי שהיה נכנס אל תוך הבית בחיפה נדבק בכינוי המצחיק שהמציא עבורו. אני בטוח שהוא היה פעם אדם חופשי, למרות שעבד בחנות בגדים בכל ימי חייו. ואם לומר את האמת, אין לי כל דרך לדעת. אם הוא היה מאושר ממני או פחות. אבל לפחות הוא הספיק לקרוא שיר אחד שלי ולחזור הביתה שמח. אולי בהשראתי החל לכתוב כיצד סבי עלה לישראל מפרס ברכוש גדול. וכוס אמו. למה לא שמרתי את הדף הזה? ומה נותר ממני? חרטה עמוקה. ומה נותר ממנו שיר לא גמור, והימים מתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערומיהם. תודה רבה. תודה, תודה. Ich bedauere, dass ich den Weg zu seinem Herzen verpasste. Keine Ahnung, warum er immer über dem Abfluss aß, ohne Teller, einfach eine Scheibe Schwarzbrot, Salzkäse. Warum er vom dunklen Wohnzimmersofa verschlungen saß wie ein aufgeschlagenes Buch. Jeder, der sein Haus in Haifa betrat, lachte über den lustigen Spitznamen, den er ihm erfunden hatte. Klar, einst war er ein freier Mann. Obwohl er sein ganzes Leben gearbeitet hatte, in einem Kleiderladen. Und um die Wahrheit zu sagen, es gibt keinen Weg herauszufinden, ob ich ihn glücklich machte oder nicht. Aber wenigstens reicht es für ein Gedicht von mir. Er las und kehrte froh in sein Haus zurück.
Vielleicht begann er sogar, inspiriert von mir, zu schreiben. Wie mein Großvater aus Persien nach Israel kam, mit viel Besitztum und scheiße nochmal, wieso habe ich diese Seite nicht aufbewahrt? Was bleibt nun noch von mir, außer tiefem Bedauern? Was von mir bleibt, ist ein unfertiges Gedicht, während die Tage langsamer werden und Erinnerungen sich ihrer Nacktheit entblößen. Vielen Dank, Andreas Beck. Ja, vielen Dank unseren beiden Autoren, Matti Schmuelow und Tijan Sila, für dieses Panel. Vielen Dank an die Dolmetscherinnen Antje Eiger und Katja Manor. Um 13.30 Uhr geht es hier weiter mit Dele Güngör und Mayan. Jetzt habe ich es wieder. Ben Haggai. Slicha. Mayan Ben Haggai. Christian, willst du noch was sagen? Ja, ganz herzlichen Dank, Natascha. Herzlichen Dank, Tijan Sila und Matti Schmuelow. Wir machen jetzt eine kleine Pause, so 10 Minütchen. Draußen ist Kaffee oder wenn Sie eine rauchen wollen. Und versuchen dann aber pünktlich um 13:30 wieder anzufangen. Genau, Sie können Ihre Sachen auch auf dem Platz lassen, wenn Sie möchten. Oder die Übersetzungsgeräte, wie Sie wünschen. Ich klingel dann kurz vorher und dann geht's weiter.